18.425 Unterschriften. Das sind mehr als 20 Kilo Papier. Und die hat das katholische Hilfswerk Missio jetzt an die Bundesregierung übergeben. Mit ihren Unterschriften fordern die Unterzeichner dazu auf, sich für die Freilassung der zum Tode verurteilten pakistanischen Christin Asia Bibi einzusetzen. Wir bitten die Bundesregierung, sich einzusetzen dafür, dass Asia Bibi vom Vorwurf der Blasphemie freigesprochen wird, dass sie in Freiheit mit ihrer Familie leben kann und dass diese Gesetze in Pakistan nicht missbraucht werden zum Nachteil der Menschen. Ich finde das ganz toll, dass es ein so großes Engagement gibt. Auch eine Unterschrift zu leisten, ist ja nicht selbstverständlich. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir diese Rückkopplung haben, auch aus der deutschen Gesellschaft. Und wir können jetzt mit diesem Hintergrund wirklich auch dafür arbeiten und daran arbeiten, dass das Urteil letztendlich doch noch verändert und aufgehoben wird. Die Landarbeiterin Asia Bibi ist ein inzwischen weltweit bekanntes Beispiel dafür, wie die Blasphemiegesetze in Pakistan missbraucht werden. Arbeitskolleginnen hatten ihr nach persönlichen Streitigkeiten vorgeworfen, sie hätte sich beleidigend über den Propheten Mohammed geäußert. Daraufhin war die Mutter von 5 Kindern zum Tod verurteilt worden. Weltweit setzen sich inzwischen Menschenrechtsgruppen, Kirche und Politik dafür ein, dass der oberste Gerichtshof in Pakistan das Urteil doch noch aufhebt. Viele Konflikte, die unter der Überschrift Religion laufen, sind in Wirklichkeit Konflikte um Machtverteilung, um Vermögensverteilung. Aber es ist eine ganz gefährliche Tendenz, die wir ja weltweit beobachten. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir über die Fragen der Religionsfreiheit einen ganz offenen, breiten Dialog führen. Denn Religionsfreiheit ist eines der zentralen Menschenrechte, die auch in der Charta der Vereinten Nationen und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergelegt ist. Also ich spüre doch deutlich, dass das Bewusstsein dafür wächst, dass Religionsfreiheit ein wichtiges Menschenrecht ist, aber auch ein sehr bedrohtes Menschenrecht und dass wir uns dafür einsetzen müssen, dass das einfach etwas für die Qualität des Zusammenlebens der Menschen in den Gesellschaften, in der Welt insgesamt zu tun hat, dass dieses wichtige Recht, die Religion frei auszuüben, geachtet wird und man deswegen nicht diskriminiert oder sogar verfolgt oder bedrängt wird. Mit der Unterschriftenaktion, in Gesprächen mit der Politik, aber auch mit Gebeten und Gottesdiensten setzt sich Missio weiterhin ein für das Thema Religionsfreiheit in aller Welt. Wobei es nicht nur um Hilfe für verfolgte Christen geht. Jede Unterschrift zählt, aber auch jedes Gebet und viele andere Zeichen der Solidarität. Also zunächst einmal bin ich ganz überwältigt, dass sich so viele Menschen bereit gefunden haben, das zu unterstützen, auch so viel Initiative entwickelt haben. Wir haben ganz tolle Beispiele, dass in Gemeinden große Aktionen gestartet wurden, dass viele Arbeitskreise, die sich für Menschenrechte einsetzen, hier unglaublich ins Zeug gelegt haben. Also das ist schon mal ein ganz, ganz großer Erfolg, dass dieses Anliegen so breit auch in die Mitte unserer Gemeinden getragen worden ist und auch über die Gemeinden hinaus in die Öffentlichkeit getragen worden ist. Und diese Petition zeigt eben, dass auch der Einzelne etwas tun kann, dass wir Probleme erkennen können, dass wir uns dafür einsetzen können und auch mit der Politik ins Gespräch kommen, damit sie auch die Rückendeckung der Bürgerinnen und Bürger hat, sich für diese Themen noch engagierter einzusetzen. Und das Thema berührt uns natürlich sehr und ich denke schon, dass ich zusagen kann, dass wir alles tun werden, damit das einen einigermaßen guten Ausgang nimmt.